Hallöchen Leute und willkommen zum abschließenden Let's Play Video dieser Videoreihe. Zumindest für zunächst, denn wir werden vielleicht nochmal mit den DLCs zurückkehren, sofern diese kommen sollten überhaupt. Da weiß ich auch noch nicht, ob die hundertprozentig angekündigt sind, aber auf jeden Fall geht es für das Hauptspiel zum letzten Mal ins Game hier. Und wir haben noch einige Nebenquests zu erfüllen, ein paar Banditenlager zu legen und alle verdorbenen Zonen unter anderem, die haben wir schon. Letztes Mal haben wir die letzte verdorbene Zone entdeckt. Ich habe auch geschaut, da haben wir eine Trophäe für bekommen. Das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, was man geschafft hat und was nicht. Und zwei Panoramen haben wir, die wir noch nicht gesehen haben. Und die bieten ja auch immer eine sehr, sehr interessante Perspektive. Und deswegen wollen wir da selbstverständlich auch nochmal hin und uns das alles anschauen. Und meine Güte, überall grau habe ich die hier. Ein bisschen näher ans Geschehen gehen. Wunderbar, den ersten schon mal erwischt. Sehr schön. Hat gedauert mit den Treffern. So, mit dem war es das, glaube ich, auch. Oh, wie geil, hier wurde einer gestaggert. Verdammt, oh Gott, im gleichen Moment getroffen. Du hast gut gekämpft. Die Grau habe ich dir dazu gebracht, anzugreifen. Wir haben es geschafft. Die Leute hier sind gerettet. Ich sollte mit der Person sprechen, die ihr das Sagen hat. Ja, vielleicht ist es die eine Petra, oder wie hieß die eine nochmal, die wir nicht kennengelernt hatten, bevor wir es ins finale Gefecht gingen. Wir hätten alle sterben können. Danke. Wir sind erschöpft. Das war schon die dritte Schar heute. Warum gibt es denn hier Treppenstufen, wenn das zu nichts führt? Komisch, komisch, komisch. Wie kommt man denn da hoch? Und was ist das für ein Geräusch? Okay, hier haben wir schon mal ein kleines Lagerfeuer. Was für ein Albtraum. Okay, Moment. Wie muss ich hier hochgehen? Jetzt sehe ich's. Ja, warum müssen denn hier Treppenstufen? Natürlich, für mich. Servus,
Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhabichte herlockt? Ja, wir haben doch eine Frage gestellt. Warum können wir jetzt Optionen auswählen? Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Außer am Nutzenschrott. Nicht wie die Kaja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Kaja hier Schrott liegen? Hier? Niemals. Wenn ein Kaja hier was liegen lassen würde, würde ich sie mir in den Hals stecken. Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Warum glaubst du, dass Kaja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Kaja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie locken die Kaja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Kaja stoßen. Okay, das könnte auch das Piepen erklären, was wir da gehört haben. Was ist deine Aufgabe hier? Bürgermeister, ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen, wenn wir die Grauhabichte los sind. Du findest ihn südlich von hier, am Flussufer. Verdammter Narr, wie blöd, der Trottel. Danke, dass du am Ende bei ihm warst. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Das könnte man sagen. Also gut, halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Kaja dahinter steckt. Ja Mensch, jetzt wart doch ab, bevor du hier wilde Anschuldigungen machst. Genau, das war das Piepen, was wir gehört haben. Geh aus! Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht lockt das die Grauhabichte an. Was machst du da? Bei der Sonne! Es geht nicht aus! Das Gerät lässt Grauhabichte angreifen. Schalt's aus! Ich? Ich weiß nicht, wie es ausgeht und nicht mal, wie ich's eingeschaltet habe. Es lag in einer alten Werkstatt. So, das war's wohl. Jetzt rede. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja, ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Das war selbst für mich kein einfacher Aufstieg. Aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes, wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand all meinen Versuchen, es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen, während wir voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh, nein, ich habe keins gesehen. Doch, es könnte noch eins da sein und Schrecken verbreiten wollen. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blühe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabichte griffen alle im Dorf an.
Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät Grauhabichte anlockt? Bei der Sonne! Nein, ich hab's kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Ich glaube auch nicht, dass er ein Verräter ist. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgrat, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du, halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Apropos Werkstatt, wir waren ja schon mal in Silence Werkstatt und da habe ich auch einen Kommentar reingekriegt, ich solle da mal zurückkehren, wäre sicher cool. Da wollte ich fragen, gibt es da einen gewissen Grund, warum man zurückkehren sollte? Die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Die Frage, gibt es da irgendeinen besonderen Grund, warum man dahin zurück sollte? Also, gibt es da was Besonderes oder ist es einfach nur so ein Gedanke, ja, geh mal dahin, wäre ganz lustig, weil wenn es da nichts gibt, weiß ich auch nicht, warum man da hingehen sollte unbedingt. Aber wenn es da irgendwie bahnbrechende neue Informationen gibt, das wäre dann natürlich was anderes. Jetzt aber erstmal geht's hier weiter. Na, komm schon. Oh Mann, Schnappmäuler. Okay, der Plural war angebracht, das sind mehrere. Oh, und da haben wir so einen Donnervogel, Sturmvogel. Okay, und hier haben wir nur normale Grauhabichte. Alter, du kannst doch nicht einfach unseren Breitkopf hier attackieren. Du wirst genauso dafür büßen, du Mistkerl. Okay, das war hart. Das war heftig. Es tut mir fast schon leid für den Grauhabicht. So, weiter hoch. Und da hinten ist wieder was Großes. Ganz im Norden mal wieder. Ich finde den Ansatz interessant, dass man nicht nur ein Gebiet hat, was so ganz im Norden ist und schneebedeckt und gebirgig und so weiter und so fort, sondern dass man mehrere hat. Kennt man ja von Spielen, dass es vielleicht einen Ort gibt, der mal so ist, ein anderer, der mal so ist. Aber hier ist es grundsätzlich halt, die Regionen ziehen sich halt so ein bisschen natürlicher gefühlt. Weil hier zum Beispiel hast du ein mega riesiges Wüstengebiet. Hier hast du zum Beispiel wieder ganz normal Waldregion. Hier hast du halt außenrum ein bisschen Schnee und ansonsten innen drin Wald, genau wie hier so. Und hier zum Beispiel hier und hier hast du dann wieder eine Schneeregion. Das fügt sich ein bisschen natürlicher, als wenn du irgendwo mal ein Schneegebiet hast. Dann hast du irgendwo mal einen Vulkan. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein. Und so weiter und so fort. Das wäre so ein Kritikpunkt, den man zum Beispiel an Zelda anbringen könnte. Auch wenn es kein großer Kritikpunkt ist, aber... Oh. Horizon Zero Dawn hat das zumindest ein bisschen besser gelöst. Ach du liebes bisschen. Ja, komm, die Slow-Mo. Naja.
Also, wenn es so aussieht, als könnte sie noch 3 Meter weiter springen, dann braucht man da nicht unbedingt eine Slow-Mo. Genau wie hier. Da finde ich den Effekt von Uncharted manchmal geiler, wenn man es nicht erwartet, dass dann irgendwie so ein Stein mal wegbröckelt. Das wäre ganz lustig. Auch wenn sich das natürlich auch nach 4 Uncharted-Spielen irgendwann nicht mehr so überraschend anfühlt, aber... Aber der Slow-Mo weiß man direkt, okay, sie wird es trotzdem schaffen. Ja, Moment mal, wo geht's denn hier weiter? Hier? Du verlässt den Spielbereich. Okay, das finde ich schade, dass das möglich ist, weil man könnte auch einfach nur den... Ich hol mir noch Frostbeulen. Man könnte ja theoretisch den Wasserfall so hochziehen, oder die Flussquelle, dass man da gar nicht erst in dieses Gebiet kommt, wo sowas signalisiert werden muss, sondern dass es einfach wie, sich wie eine natürliche Abgrenzung anfühlt. Okay, wie komme ich da hoch? Ich muss auch sicher irgendwo hochklettern, oder? Oh Gott. Glück gehabt. Ah, okay, gut. Gut, dass ich hier wieder zurückgekommen bin. Krass. Oh mein Gott, 160 Schritte noch. Ich dachte, noch kälter könnte es hier kaum werden, aber ich kann sie fast schon spüren, die Kälte. Oh nein! Schaden mit einem Dreifachschuss, krass. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell wie sie leicht ist. Der Hammer, das war ja Schaden des Todes. Ah, bei dem brauche ich hier wieder mal Feuer. Eins Schaden und er lebt noch. Das ist ein Rotaugenwächter, oder? Autsch! Sieht eigentlich mit den Fußstapfen aus. Okay, und im tiefen Schnee. Ja, man sieht sie so ein bisschen. Es ist kein so extrem tiefer Schnee. Das wird zu schwer. Ich wette, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Ja, ich glaube, der Kampf wird sowieso erbittert weitergehen hier erstmal gegen den, oder? Und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Okay, jetzt kann ich ihn bekämpfen. Schön. Also wenn du in so kühle Regionen kommst, musst du auch mit Eis rechnen, mein Lieber. Und was passiert, wenn man so einen Sturmvogel mit Eis abschießt? Genau, Blitzeis.
einigen Attacken kann man echt kaum ausweichen. Autsch! Wo wir gerade dabei waren. Oh Mann. Yes, mit einem immerhin noch getroffen. Ah, dammit. Ah, verdammter Mist, was war das denn krasses? Gott, hat er einen coolen Angriffspattern. Wie geil ist das denn? Endlich mal neue Angriffe. So was habe ich im Hauptspiel vermisst bis jetzt. Im Storyverlauf. Oh Mann, ey. Der ist echt hart. Der ist ja wirklich extrem hart. Was für ein Level hat der im Moment gemacht? 27, ja klar. Der kämpft viel härter als die anderen Sturmvögel und Co. Jetzt sollte ich mich um den Köder kümmern. Also mal ganz im Ernst, das war der härteste Gegner, glaube ich, bis jetzt im gesamten Spiel. 44% Eis. Nice Stein. Geil. Modifikation. Hauen wir mal 40% Eis weg. 44% Eis kommt rein. Was haben wir bei Schock? 38% haben wir da. 43. Und das letzte war irgendwas Schutzmäßiges, glaube ich. 20% Tarnung brauchen wir nicht. Naja, aber das ist echt geil gewesen. Ja, plötzlich fliegt er runter. Du kannst ihn nicht mehr angreifen, weil er dich zuschreit. Und dann macht er ein Energiefeld um sich herum. Das sind so geile Sachen, die ich mir echt gewünscht hätte, auch bei anderen Gegnern. Dass sie mal ein bisschen unerwartet handeln. Kann ich den Köder auch anders deaktivieren? Nein, geht nicht. Hier ist noch ein dritter Köder. Da ist er, der Köder. Auch wenn man das Ding an einem Sturmvogel oder so anbringen würde, dann wären alle super irritiert. Erledigt. Der lockt keine Maschinen mehr an. In erster Linie wäre der Sturmvogel an sich irritiert, weil er keine Ahnung hätte, wo er hinfliegen sollte. Und die Grauhabichte würden auch alle da hinfliegen und hätten keine Ahnung, was sie machen sollen. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Dieser Mistkerl. Ist der nicht schon längst tot eigentlich? Okay, gut. Es gibt einen Weg, wo man sich abseilen kann. Finde ich gut. Damit erspart man sich eine super lange, viel zu lange Rückreise. Und reduziert sie auf das Nötigste. Oh, es ist steinig hier, ne? Okay, da springe ich mal lieber nicht runter. Verwüster, waren das nicht diese stärkeren Sägezähne, die aber nicht so cool sind? Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Da kann man hochklettern. Oder? Oh. Ja,
gutes Timing hier bewiesen. Ich finde es halt geil, wie cool die aussehen, wenn sie mal vereist sind. Die sehen dann echt so aus, als wären sie komplett weiß gewesen von Anfang an. Ich find's geil, wenn etwas irgendwie komplett einfarbig ist, ob jetzt weiß oder schwarz oder whatever. Das hat nochmal einen coolen Effekt. Kennt man ja zum Beispiel von, keine Ahnung. Ich denke jetzt gerade an Need for Speed Most Wanted, wo die Polizisten auf Stufe 1 bis 3... Also gut, okay, die auf den geraden Zahlen hatten, also 2 und 4 hatten immer, waren immer schwarz, aber die anderen waren immer schwarz-weiß, so ein bisschen mit einem Muster im Gewissen. Aber geil fand ich dann vor allem, dass ja, die Stufe 5 Corvettes weiß waren komplett und Stufe 6 gibt es dann auch irgendwann, die waren dann halt komplett schwarz. Das war richtig, richtig cool alles. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Tod aus dem Himmel, Nebenquest abgeschlossen. Und damit haben wir noch eine Nebenquest. Oh, Suche nach dem Banuk-Lager. Okay, wusste ich gar nicht. Verdammt. Da haben wir ja noch was. Ja gut, auf geht's. Nein, falsche Taste wieder gedrückt. Und danach gehen wir noch mal einmal zu, wie hieß das erste Gebiet? Oh, schon wieder die falsche Taste. Wie hieß das erste Gebiet? Urmutter? Mutterfels? Nein, hier. Ich glaube Urmutter, glaube. Ja, ich glaube schon. Whatever, wir gehen dann noch mal ins erste Gebiet. Schauen uns die beiden Panoramen noch mal an. Habe ich was vergessen? Nein, verdorbene Zonen haben wir, glaube ich, alle. Stimmt, und ein Banditenlager. Genau, das Banditenlager liegt ja hier direkt nebenan. Ab hier können wir, glaube ich, auch reiten. Also, das ist jetzt nicht mehr so ein riesiger Weg. Und da liegt halt alles schön auf dem Weg. Und da kann man auch schön entspannt alles tun, um hier das Spiel nochmal zu komplettieren. Was ich komisch finde, ist, dass wir einen Nebencharakter nicht kennengelernt haben, der anscheinend existieren soll. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da tun soll, damit wir diesen Charakter kennenlernen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, da wäre ich fast runtergeflogen. Ja, das war nämlich der Charakter, der die Waffen beim Storyfinale hatte. Zwar ein wenig unlogisch, aber gut, dass die Wächter nicht auf unser Pfeifen reagieren, wenn wir unser Reittier rufen. Gerade heute einen Podcast gehört, wo einer meinte, wie muss sich der erste Mensch gefühlt haben oder was muss er gedacht haben, als er das erste Mal Hya gerufen hat. Mal ganz im Ernst, das ist halt eine gute Frage. Was muss sich ein Mensch denken, dass er einfach mal höher sagt. So, warum? Ziemlich faszinierend, wenn wir nicht gerade nach mir suchen würden. Das war nicht klar, dass er von den Kugeln erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? Okay. Sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Wollte ich gerade sagen, ne? Warum reagieren die nicht auf uns? Wir sollten nach Norden ziehen. In den Norden, wo Eis und Schnee rufen. Was zur Hölle? Die können überbrücken. Nicht, dass ich neidisch wäre, aber cool. So, moin, Mate. Bei dir möchte ich nochmal alles verkaufen, was ich Überflüssiges habe.
Schauen wir mal, wie viel Kohle wir jetzt zusammenkriegen. So, Wüstenglas. Nee, Schlagscheinglas. Na komm, Wüstenglas, da kann ich echt 19 verkaufen. Von mir aus. Sieht nach einer sehr schönen Zahl aus, die 19. Viel schöner als die 18. Nee, 18. 18 ist, glaube ich, die Zahl, die man am coolsten findet, wenn man Heranwachsender ist. Da darf man eigentlich so grundlegend die meisten Sachen dann frisch. Komplett alleine Auto fahren und so. Wobei, geht es auch mit 17? Keine Ahnung. Verdammt, viel zu schnell wieder vergessen alles. So, das passt alles. Die sind ja hier alle total friedlich. Das ist sogar hier ein normaler Verwüster, der einfach nichts macht. Hier im Hain sind die Maschinen nicht vom Zorn gefallen. Und warum? Ich finde das cool, aber warum ist das so bei euch? Und könnte ich die Maschinen theoretisch angreifen? Aber gut, dass sie nichts gegen meine Anwesenheit haben, immerhin. Alter, was ist das denn? Ehre deinem Vera. Ist das ein Donnerkiefer? Nein, das ist ein Donnerkiefer. Nein, wirklich, ey. Krass. Sie belohnen uns für unser Können. Ja, ey, Leute, ihr seid cool. Ihr seid cool drauf. Darf ich hier ein bisschen chillen? Maschinengeister. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Jagd. Gut, dass Hades hier nicht überall durchgedrungen ist. Sei gegrüßt. Ich bin Teacook. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlen Ban-Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Blaues Licht? Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer, bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen und wir lauschen den Maschinenliedern. Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst. Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen, die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen, doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt? Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Teacook, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseran, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseran wohl die Welt, oder nicht? Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt, und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Okay, jetzt habe ich wirklich alles in diesem Spiel, glaube ich, gesehen. Eine Frage nochmal. Hat er sich das Blaue, was er am Körper hat, wirklich durch die Haut geflochten? Ich wähle nochmal einen Dialog an und schaut euch das mal an. Ein paar Osseran. Oh ja. Gott, das geht ja wirklich unter die Haut. Ah.
Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die Banuk nichts damit zu tun. Es muss an diesem Ort liegen. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Also sind wir jetzt nochmal einer ganz großen Sache auf der Spur? Das wäre natürlich der absolute Hammer, ne? Wenn wir jetzt in der letzten Folge... Man sagt, irgendwas komplett Verrücktes hier noch finden. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Na verdammt, weiter hoch geht's nicht. Da geht's hoch. Moment. Untersuche das Banuk-Lager. Führt mich irgendwie woanders hin. Egal, wir gehen trotzdem nochmal hier hoch. Ich möchte wissen, was hier los ist. Vor allem, wo man hier hinkommt, wenn man weiter... Die Luft wird dünner. Kaum zu glauben, dass die Banuk noch weiter nördlich leben. Okay, mal ganz, ganz kurz. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich hoffe, dass ich da weiterkomme, obwohl ich etwas im Dorf scheinbar nicht getriggert habe. Ich kann fast bis zum Heiligen Land gucken. Vermissen tue ich's nicht. Was zur Hölle, ey. Das ist ja mal eine mega Aussicht. Ach stimmt, die dürfen auch friedlich sein, ne? Die Braut habe ich gewonnen. Ein gutes Zeichen nehme ich an. Fersen hinaus! Schickt Wilgund dich? Hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben. Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Na, eine faire Einschätzung. Okay, wir haben ein bisschen was geskippt. Finde ich cool, dass es trotzdem weitergeht. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lass mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Das ist mal ein politisches Statement. Sie haben es verbockt. Das ist mal ein politisches Statement. Aus dem Osten kam nie etwas Gutes. Ist das Gaia? Oder irgendeine Hülle für Gaia? Was ist das? Hochentwickelter Prozessor. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Das ist aus Gaia Prime. Ein Teil von ihr hat noch funktioniert. Bis jetzt. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Oh je, ich ahne nichts Gutes. Hat schon begonnen. Wir jagen wieder.
Die Maschinen sind wütend. Bleib weg von ihnen! Jäger! Verteidigt das Lager! Tut, was ihr tun müsst! Immerhin ist der Donnerkiefer nicht am Leben. Ich hab keine Angst. Gut, den ersten Kollegen haben wir schon. Hey, lasst meinen Kleinen in Ruhe! Der kämpft mit! Yes! Nein, der ist unbrauchbar! Du! Jetzt kommt mein Lieb- Oh, komm her, dich mach ich sowas einen. Von alle! Wer bist du denn eigentlich, hä? Wir jagen wieder! Wer bist du eigentlich? Hätte mir schon gefallen. Aber okay. So, gut, Aggression rausgelassen. Die eigene Maschine gerecht. Alles easy. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Ich bin mir sicher, dieser Tag wird kommen, Tikuk. Und es wird Frieden geben. Kehre zu Wilgun zurück. 3600... Ach du liebes bisschen. Ja, krass, ne? Gut, springen wir zurück nach Meridian. Ja, also für einen Moment dachte ich auch, okay, krass, dass es sowas überhaupt gibt hier. Hat sich als eine der craziesten Nebenmissionen entpuppt, die theoretisch noch krasser hätte sein können, aber leider ist sie ein bisschen unter ihrem Potenzial geblieben. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn man da ein bisschen mehr erfahren hätte und stellt euch vor, wir hätten ein Artefakt zu Gaia noch nicht nur gefunden, sondern... irgendetwas, was quasi Gaia noch, wo Gaia noch existiert. Von mir aus so ein ganz kleiner lebloser Körper oder so, fast leblos. Wo Gaia halt wirklich immer noch mit uns kommunizieren könnte und das wäre doch voll der geile Moment, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn die irgendwie sagt so, Elizabeth, bist du das? Oder die weiß ja theoretisch, wer wir sind, weil sie hat uns ja kreiert. Nach dem Abbild von Elizabeth. Und dann hätte sie ja sagen können, hey, Nachfahrin von Elizabeth, Klon von Elizabeth, whatever. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich cooler Moment geworden, glaube ich. Ein bisschen schade, dass da das Potenzial jetzt nicht genutzt wurde, weil da wäre definitiv Raum für etwas sehr, sehr Geiles noch da gewesen, glaube ich. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, die Ladezeit wegen Meridian ist jetzt auch ein bisschen länger. Gleich geht's nochmal ins Banditenlager. Dann haben wir noch... zwei Panoramen und ich muss es immer wieder selbst für mich wiederholen, damit ich bloß nicht vergesse, was wir noch haben. Ansonsten, ich bin schon ein bisschen zerstreuterer Typ. Merkt man vielleicht gar nicht. Damit ich auch genauestens weiß, was jetzt kommt. So. Okay, da lang. Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Gras? Du solltest deine Vorräte aufstocken. Sieh dir mal. Der Sonnenhabicht der Jägerloge ist. Na, diese Wegpunktführung immer noch. Hi. Vorzug Fremde! Du wirkst, als ob. Hey!
Warte, dich kenne ich doch. Du bist wieder da. Wie war es denn? Sehr kostspielig. Das hatte ich befürchtet. Die zahmen Maschinen, es ist kompliziert. Aber eine Art Signal hat sie beruhigt. Deine Männer waren gierig, es ist weg. Glücksspiel lohnt sich nicht, Mädchen. Wäre ich doch Waffenhändler, das bringt was ein. Hier, nimm das. Die Hälfte, die für diese Schufte bestimmt war. Hälfte? Der Job ist erledigt. Und was sagtest du? Für ein Gewand, das besser zu mir passt? Was willst du, Kaja-Seide? Ach, ich greif mir selbst in die Börse. Nicht unbedingt der so sympathisch, der Kerl. Oh, ja, Moment. Warum kann ich nicht rauszoomen jetzt? Verdammt. So, ansonsten ein Banditenlager gibt es hier noch und da müssen wir schon... Ah, okay, stimmt, rechter Stick. Ja, verdammt. Ich habe es mit L2 die ganze Zeit probiert. Ein Banditenlager haben wir hier noch. Da reisen wir hin. Dann geht's hier weiter. Dann hier in den Süden. Und ganz am Ende geht's nochmal zum Gebiet, wo wir über unsere Existenz erfahren haben, über Aloys Existenz. Und da schauen wir mal, ob wir Informationen zu Rost kriegen. Wie gesagt, das wäre halt das idealerweise Beste. Ansonsten habe ich ja letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen über die verschiedenen Waffen gesprochen und was für Vor- und Nachteile die haben. Ich glaube, wenn du so einen Donnerkiefer, wobei der ist gegen Schock gestärkt. Wenn du aber irgendetwas schocken würdest und dadurch betäubst, glaube ich, kannst du die auch am Boden liegend überbrücken. Insofern haben auch die Schockpfeile ihre Wirkung. Und demnach kann eigentlich jede Waffe irgendwas Besonderes und lohnt sich. Und insofern würde ich da nicht unbedingt meine Aussage stehen lassen wollen, dass manche Waffen einfach nicht so sinnvoll sind wie andere. Es kommt einfach, glaube ich, auf den Spieltyp an, wenn man das eine bevorzugt und das ganz gerne macht, dann... Ja, soll man das auch dann einfach mal machen. Wenn man etwas anderes mehr mag, dann soll man halt das machen. Ist das nicht ein Stürmer jetzt? Ich glaube schon, dass es ein Stürmer ist. Der hat ja die gebogenen Hörner. Banditenlager entdeckt. Ach, ruhig. Haben wir da eventuell auch nochmal eine andere Sidequest, die wir anwählen können? Also können wir davor nochmal mit Neil reden oder so? Nee. Okay, auf geht's. Jetzt auch mal kein Stealth oder so. Okay, das sieht auch nicht so aus, als wären das die krassesten Gegner. Mit 35 Schaden, also 35 Lebenspunkte. Oh, da sind Gefangene. Der Schock saß tief. Ja,
Ja, für so einen breitgebrauten Typen war der nicht stark. Was passiert eigentlich, wenn ich mit Eis auf euch schieße? Okay, einiges, aber nicht so viel. Jawohl. Immer für einzelne Typen ganze Bombe abschießen. Was war das denn jetzt? Warum hat sie was fallen gelassen? Achso, Schockfalle. Ah, da habe ich einmal zu oft nach unten gedrückt. So, zwei oder drei Gegner sind noch übrig. Zwei. Müsste es gewesen sein, jawohl. Und auch das letzte Banditenlager ist nun überrumpelt. 15.000 Erfahrungspunkte. Boah, die Quests bringen auch echt viel hier, ne? Und schon wieder dieser Jäger, der so nicht der Jäger, sondern hier der Händler. Oder die Händlerin in dem Fall. Huch. Anlass zur Sorge, Abschied. Ah, okay, mit Neil einfach nochmal quatschen. Okay, gut, machen wir. Finde ich ja aber auch sehr, sehr interessant, wie viele Erfahrungspunkte oder so man bekommt. Das hätte ich mal zu Spielbeginn realisieren sollen und hätte mich dann hier ganz schnell großen Aufgaben widmen sollen, damit ich da kein Problem hätte auf dem Weg nach Meridian. Wenn ich das hier zum Beispiel gemacht hätte, das hätte mir auch nicht weitergeholfen.